Ja, so kann sowas nicht laufen. Ich finde das daneben. Der Bezirk hat hier breit beteiligt, hat einen Bebauungsplan gemacht, in einem langwierigen Verfahren hat da alle Parteien hinterbekommen. Und jetzt kommen Gesobau und Senat und sagen, ist uns nichts, machen wir alles ganz anders. So kann moderne, aktuelle Stadtplanung nicht aussehen. Da wird der Bezirk leider am Nasenring durch die Manege gezogen. Ich glaube, da müssen wir nochmal auf Null. Das kann so nicht sein. Du bist ja selbst Pankow und direkt gewählter Abgeordneter für den Bundestag. Wie hat sich denn Alt-Pankow in den letzten Jahren entwickelt und verändert? So, in der Summe ist es so, dass wir an vielen Stellen Nachverdichtung haben. An ein paar Stellen ist das auch gut gelungen, an ein paar anderen Stellen würde ich mal drei Fragezeichen dran machen. Also wenn zum Beispiel die Mendelstraße sich anschaut, da ist bis an die Kante rangebaut worden. Die Bäume, die da vorgesehen sind, stehen noch nicht. Es ist keine soziale Infrastruktur mitgewachsen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Problem, dass wir zu wenig Schulen, zu wenig Kitas haben. Das hätte man besser machen können. Und da muss noch was nachgearbeitet werden. Der B-Plan des Bezirks sieht eine verträgliche Bebauung, die Sicherung des Spielplatzes für die Kinder des Kiezes und für die 6 Kinderläden und den weitestmöglichen Erhalt der 170 alten Bäume vor. Ist das Bauprojekt der Gesobau, das diesem B-Plan ja entgegensteht, eigentlich noch zeitgemäß? Naja, zeitgemäß ist, dass man, wenn man Stadtplanung betreibt und ein Bauprojekt vorantreibt von öffentlicher Handseite, dass man da das mit den Menschen vor Ort macht, auch natürlich berücksichtigt die Menschen, die da dazukommen sollen. Das ist dort, glaube ich, so nicht erfolgt. Also wirklich eine echte Beteiligung. Sondern wir haben den Fall, dass der Bezirk beteiligt hat und das Beteiligungsergebnis vom Senat kassiert wird. Das ist schlecht. Wir haben zum Zweiten, Stichwort Klimaschutz, den Punkt, dass wir eigentlich jetzt eher höher als breiter bauen, weil wir dann weniger versiegeln und wir auf der gleichen Fläche eben mehr realisieren können. Das heißt, ich würde mir in einem gewachsenen Kiez natürlich immer anschauen, welche Lücken kann man nachbebauen, aber ich würde mir vor allem die Bestandsgebäude anschauen und mich fragen, geht da noch eine Etage drauf oder kann man da ein Dachgeschoss ausbauen? Da wäre in Pankow doch durchaus noch das eine oder andere Dachgeschoss zu finden, was da vorrangig ja, mal anzufassen ist. Wie kann die Unterbringung geflüchteter Menschen aussehen, damit Integration gut gelingen kann? Ja, Form follows Function. Man muss das vom Menschen her denken, nicht von Gebäuden her. Das heißt, ideal lotst man die Menschen in die Kieze, dass sie dort andocken, dass sie sich da gesellschaftlich einbringen können, dass man dort schaut, wie kriegt man es hin, dass Geflüchtete relativ schnell arbeiten können, weil dann kannst du eigenes Geld verdienen, stehst auf eigenen Beinen und kannst dir auch eine Wohnung suchen, da wo du willst und nicht da, wo gerade noch Platz für dich ist. Und natürlich, man muss bei Geflüchteten, das sind Menschen, ja, die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, da sind Familien dabei, da müssen die Kinder in die Schule, in die Kitas, die wollen auch mal draußen spielen. Das heißt, man muss auch, wie für alle anderen auch, ein Angebot schaffen, wo du ankommen kannst, ansonsten ist das nicht gelungen. Wie soll der grüne Kiez Pankow in 5 Jahren aussehen? Also ich wünsche mir für ganz Pankow, dass wir ehrlich gesagt den Baumschwund mal stoppen. Wir haben immer weniger Bäume im gesamten Bezirk und das muss zum einen sein, dass wir, wenn ein Baum gefällt werden muss, was ab und zu nicht verhinderbar ist, dass dann eben entsprechend ausreichend frühzeitig in ausreichender Anzahl nachgepflanzt wird. Dass wir ganz grundsätzlich sagen, unsere Grünflächen gerade in verdichteten Gebieten sind wertvoll. Ja, natürlich kann man noch die eine oder andere Baulücke noch schließen. Es gibt auch Baulücken, die aber nicht schön sind. Aber gerade da, wo Grün da ist und die Leute dieses Grün für wünschenswert, erhaltenswert und pflegenswert halten, sollte doch mal dreimal drüber nachdenken, ob man das jetzt quasi abräumt. Wir wissen alle um die Debatte um die Kleingärten, aber es geht genauso um die Höfe, es geht genauso um die Parks. Das ist eine Infrastruktur, die nicht ohne Not und nicht ohne Grund angelegt wurde. Das heißt, wenn ich mir quasi Alt-Pankow jetzt mal konkret anschaue, dann wünsche ich mir, dass wir hier 1, 2, 3 Restaurants und Cafés wieder mehr hinkriegen, dass wir den Baumbestand erhalten, dass wir den Grün, wo wir es haben, versuchen zu bewahren.
dass wir die Kleingartenanlagen, die wir haben, schauen, dass wir das nicht abräumen und da brauchen wir, sondern ich wünsche mir eher, dass wenn wir nachverdichten, dass wir gucken, können wir die Dachgeschosse ausbauen und gleichzeitig damit sanieren, Solaranlage draufpacken und da, wo das ja, technologisch möglich ist, auch noch ein Geschoss drauf machen. Das fände ich den besseren Weg, als quasi immer mehr zu versiegeln. Danke, Stefan Gelbhaar.